Hi ihr Lieben, heute geht es nochmal um eins der drei Hauptsymptome der Depression, nämlich die Freudlosigkeit. Viele depressive Menschen denken ja, sie könnten gar keine Freude mehr empfinden. Nach meiner Erfahrung glaube ich aber, dass es nicht unbedingt ein Nicht-Können ist, sondern es kann auch ein Nicht-Dürfen sein wegen Schuldgefühlen und ein Nicht-Wollen wegen Ängsten. Und was es damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich neulich eine Sitzung mit einer Klientin hatte, bei der genau diese beiden Aspekte eine Rolle gespielt haben. Also, das eine ist es, ob du keine Freude empfinden kannst, und das andere ist, dass du es dir selber nicht erlaubst und es dir vielleicht schon so lange nicht erlaubt hast, dass du inzwischen denkst, du könntest es nicht mehr. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das mal kinesiologisch auszutesten. Also wenn du das kinesiologisch testen willst, dann könntest du einfach mal diese drei Sätze nacheinander durchtesten, nämlich ich kann gesund und glücklich sein, ich darf gesund und glücklich sein und ich will gesund und glücklich sein. Und dann schau mal, wenn irgendeiner von diesen drei Sätzen schwach testet, dann könnte es sein, dass da dein Problem liegt. Bei dieser Klientin war es jetzt so, dass sie sowohl nicht dürfen als auch nicht wollen hatte. Und zwar, das eine ist dieses, es darf mir nicht gut gehen, wenn es anderen schlecht geht. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir nochmal. Da habe ich das ganz ausführlich behandelt. Das war in ihrem Fall auch so, dass sie das Gefühl hatte, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn meine Mutter krank ist oder so, dann darf ich doch nicht glücklich sein. Das geht doch nicht. Ich kann mich doch dann nicht, ich kann doch keine Freude empfinden. Und das ist einfach so ein Ding von, ja, von einer falschen Solidarität, weil es nützt ja der Mutter nichts. Es bringt ja der Mutter gar nichts, wenn sie selber sich die Freude und das Glücklichsein verkneift, nur weil die Mutter jetzt gerade krank ist. Und das ist halt so ein, das ist ein allgemeines Thema, was ganz, ganz viele Menschen haben. Und das hängt auch mit diesem Lass dir dein Glitzern nicht nehmen, weil es könnte andere blenden zusammen. Aber schau dir gerne das Video nochmal an, was ich dir verlinkt habe. Das andere Thema, was bei ihr eigentlich der größere Batzen sozusagen war, das war die Angst vor der Klatsche. So hat sie das genannt. Wenn sie sich traut, mal wirklich Freude zu empfinden, dann besteht ja immer die Gefahr, dass dieser schöne Moment wieder vorbeigeht. Das ist nicht nur eine Gefahr, sondern das ist eigentlich schon Gesetz, denn das passiert immer. Das Leben ist ja immer im Fluss. Alles kommt, alles geht, alles. Das ist eigentlich das Einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann, ist, dass nichts bleibt. Die schönen Momente, die kommen und sie gehen, und die schlechten Momente kommen auch und sie gehen. Und sie hatte aber so eine große Angst vor diesem einen Moment. Wenn das Schöne wieder vorbei ist, dann sagt sie, das tut so weh, das ist so unangenehm, das will ich nicht. Und deswegen hat sie sich das verkniffen, jahrelang, überhaupt glücklich zu sein. Weil je höher man klettert, desto tiefer kann man ja wieder fallen. Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, auf die das zutrifft, die lieber sinnbildlich gesprochen, am Boden kriechen ihr Leben lang, bevor sie sich einmal gönnen, hochzuklettern, um die schöne Aussicht zu genießen, weil dann ist ja immer die Gefahr, dass man dann wieder runterfällt. Also das ist ein Thema, was wir zusammen beklopft haben, diese Angst vor der Klatsche, so hat sie das genannt, wenn der schöne Moment vorbeigeht. Das heißt, wir haben auch festgestellt, dass es bei ihr so einen ganz tiefen Glaubenssatz gibt, der sie total einschränkt, der sie in so einem Denkgefängnis sitzen lässt, nämlich, ich kann nur dann glücklich sein oder Freude empfinden, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, wenn Dinge im Außen perfekt sind. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das, ich glaube, das hieß, ich kann nicht glücklich sein. Ich kann und ich darf. Also ja, ich habe das schon mal behandelt, aber in diesem Fall war es jetzt so, es gibt ja Menschen, die glauben, ich kann nur glücklich sein oder Freude empfinden, wenn mein Konto voll genug ist. Oder wenn ich den perfekten Job habe oder wenn ich den perfekten Partner habe oder wenn mein Körper perfekt aussieht, perfekt funktioniert und so weiter.
Das war jetzt bei meiner Klientin nicht so wichtig, die materiellen Dinge, sondern ihr war wichtig, dass es allen gut geht. Das ist auch so ein typisches Thema von depressiven Frauen vor allem, so ein typisches Mama-Thema. Ich glaube, das liegt an diesem Mama-Gen irgendwie. Dass man unter anderem deswegen depressiv wird, weil man immer, immer im Außen guckt, dass es allen gut geht, egal wie es einem selber geht. Hauptsache, es geht allen gut. So, bei ihr war es jetzt so, dass sie mit Ängsten zu tun hatte, vor allen Dingen Angst um ihre Lieben. Und es war ihr ganz, ganz wichtig, dass es allen Lieben, dass alle gesund sind und dass sie in Sicherheit sind. So, das kann man aber natürlich nicht immer wissen, weil man ist nicht immer 24/7 mit all seinen Lieben zusammen. Und das war jetzt eben ein Thema, was ihr Stress gemacht hat. Das heißt, sie hatte eine ganz, ganz enge Definition von Glück oder von Freude. Nämlich, es muss alles perfekt sein im Umfeld meiner Lieben, meiner Familie, meiner Freunde. Sobald einer von denen vielleicht irgendwie krank wird oder so, ist bei mir vorbei. Dann kann ich nicht mehr glücklich sein. Und so, das war eben diese Angst vor dieser Klatsche. Das ist für sie diese Klatsche, wenn sie dann plötzlich rausfindet, irgendjemand ist krank oder sie selber. In dem Fall war es so, dass sie selber dann krank wurde. Und wir sind ja jetzt kurz nach Weihnachten, also es war so, dass sie an Weihnachten endlich mal richtig glücklich war, weil da kam die ganze Familie zusammen und sie wusste jetzt, okay, alle sind gesund, allen geht's gut, alle sind hier sicher. Und hat sich dann erlaubt, richtig sich zu freuen und richtig Freude zu empfinden und dieses Weihnachten zu genießen. Aber dann kam die Klatsche, weil sie dann ein körperliches Symptom entwickelt hat und selber krank geworden ist. Und das ist ein Thema, was man wirklich beklopfen kann. Wenn du das kennst, dann kann ich dir das sehr empfehlen, diese Angst vor der Klatsche mal zu beklopfen. Die Angst vor dem Runterfallen vom Glücksthron sozusagen. Ja, und das passiert, es ist ganz wichtig, dass du hier oben deine Bewertung rausnimmst. Dass du den Glaubenssatz auflöst, es müsse immer alles schön und oben auf dem höchsten Level bleiben. Es müsse alles im Außen perfekt sein. Löst das auf. Das wird nicht passieren. Das geht nicht. Und es ist aber trotzdem möglich, glücklich zu sein. Das haben wir dann, ich klopfe ja immer schon mal so gerne provokativ, so ein bisschen provokative Sätze. Ich habe dann einfach mal gefragt, warum kannst du nicht glücklich sein, wenn deine Mutter krank ist oder wenn du ein Symptom hast? Warum kannst du dann nicht glücklich sein? Ja, das geht doch nicht, es geht doch nicht. Ja, was wenn doch? Was wenn doch? Das ist damit gemeint, dein Denkgefängnis zu sprengen, deine Definition von glücklich sein und Freude empfinden können, dürfen oder wollen, dass du das öffnest und die Grenzen sprengst und einfach mal für möglich hältst, dass du immer die Möglichkeit und die Erlaubnis hast, Freude zu empfinden. Und wenn dann danach der schöne Moment vorbei ist und dann kommt wieder irgendwas, dann achte darauf, wie du darüber denkst und wie du das bewertest und wie du das einsortierst. Also hör auf, das als schlimm zu bewerten. Das ist, glaube ich, die größte Ursache für Leiden. Dass wir Dinge als schlimm bewerten, in dem Sinne, dass wir in den Widerstand gehen. Das ist was, was du auch wunderbar mit EFT bearbeiten kannst. Das haben wir dann in dieser Sitzung gemacht und haben geklopft. Ich bin voll im Widerstand. Ich bin voll im Widerstand. Ich kann das nicht akzeptieren, dass der schöne Moment jetzt vorbei ist und dass das blöde Körpersymptom jetzt da ist oder dass jetzt meiner Mutter nicht gut geht. Ich kann das nicht. Ich will das nicht akzeptieren. So. Und ihr Körper hat mit ihr gesprochen und hat das Symptom verschlimmert, solange sie im Widerstand war. Man konnte es genau ablesen. Der Körper ist so, so hilfreich. Der ist wirklich unser bester Freund. Ja, wenn dein Körper dir Symptome macht, sei ihm dankbar dafür, weil er zeigt dir den Weg. Und bei ihr war das so. Wir konnten es genau ablesen. Solange sie im Widerstand war gegen das, was ist, im Hier und Jetzt, sind die Körpersymptome schlimmer geworden. Dann haben wir geklopft, was, wenn ich schon einen Teil meines Widerstands loslassen könnte? Immer nur so 1%, nur mal zum Ausprobieren. Wir kamen dann bis auf 10% immerhin Widerstand, was sie loslassen könnte. Und siehe da, das Körpersymptom wurde besser. Der Körper spricht mit dir und er sagt dir genau, was er will. Dafür sind Symptome da, nicht um dich zu ärgern. Ja? Also das sind so Themen, die mir immer wieder in meiner Praxis begegnen. Deswegen war es mir wichtig, dich da heute mal ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man sowas bearbeiten kann. Du brauchst dir nicht dein Glück zu verkneifen, weder für andere, weil es vielleicht irgendwem anders schlechter geht, noch weil du Angst hast vor dem Moment, dass das Glück vorbeigeht. Das ist ganz normal. Das hier,
was du vielleicht jetzt in der Depression erlebst, das Auf und Ab, das wird bleiben. Nur, wenn du gesund bist, auf einem anderen Level, dann hast du das hier oben. Ja, also so erlebe ich das jedenfalls. Und das heißt, es ist ganz normal. Es wird, auch wenn du die Depression hinter dir hast, wird es so bleiben, dass du einen Hoch hast, dann bist du total glücklich, weil alles super ist, und dann geht es wieder runter und dann kommt wieder das nächste hoch. Mach dich nicht abhängig von den Dingen im Außen. Du darfst ein glücklicher Mensch sein, egal wie schlecht es anderen geht. Du darfst Freude empfinden, auch wenn dieser schöne Moment wieder vorbeigeht. Das wird so sein. Ja. Und vielleicht ist es auch für dich notwendig, dass du in deiner Kindheit mal ein bisschen forschst, mit psychologischer Betreuung natürlich, dass du ein bisschen guckst, was für Momente der Enttäuschung gab es da? Wo kommt dieser Schmerz her, der die Klatsche ausmacht, ja, der dann angetriggert wird, wenn der schöne Moment vorbeigeht? Vielleicht, dass die Erwachsenen dir irgendwas versprochen haben und nicht gehalten haben, oder dass du gehofft hast, deine Eltern würden zusammenbleiben und sie haben sich dann doch getrennt, oder was auch immer da war, ja. Es kann sein, dass da noch irgendwelche Ursachen in der Kindheit dahinter stecken, die dafür gesorgt haben, dass bei dir diese Klatsche so schrecklich schmerzhaft ist. Dann schau dir das nochmal an. Guck, ob du deine Vergangenheit verändern und heilen kannst. Geht auch wunderbar mit der Klopftechnik. Also, wie gesagt, melde dich sehr gerne bei mir, wenn du mal eine Sitzung mit mir machen möchtest. Wir können da sehr gerne mal zusammen drauf schauen. Du kannst dir einfach einen Termin buchen unter www.terminland.de/seelenklopfen. Ist auch unten in der Infobox, sind die ganzen Links ja nochmal, wo du nachgucken kannst. So. Also, ja, versuch dein Denkgefängnis zu sprengen, aber ohne ins Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Das heißt, wenn ich sage, du kannst glücklich sein und Freude empfinden, auch wenn deine Mutter krank ist, als Beispiel, ja, wenn deine Mutter krank ist oder es irgendwem schlecht geht, dann heißt das nicht, dass du ins andere Extrem gehen sollst und dich total schadenfreudig darüber freuen sollst, dass deine Mutter krank ist. Natürlich nicht. Du kannst auch traurig sein, weil die Dinge passieren ja, ja. Eltern werden alt, sie werden krank, gebrechlich und sterben irgendwann. Das passiert. Du kannst trotzdem ein glücklicher Mensch sein, grundsätzlich. Ja? Du kannst als glücklicher Mensch durch die Trauer gehen, du kannst Wut empfinden und sowas, aber es ist alles auf einem Niveau, wo du dich nicht fertig machst oder Panikattacken oder sonst was draus machst. Sondern das sind ganz normale Gefühle, die hat jeder gesunde, glückliche Mensch. Das ist ganz normal. Und trotzdem kannst du glücklich sein. Ja? Also versuch einfach mal zu gucken, was hast du da für ein Denkgefängnis, was hast du für Widerstände in dir. Ja, und wenn du das Gefühl hast, du dürftest nicht glücklich sein, weil der andere dann unglücklich wird, wenn er dich glücklich sieht, das ist wirklich Quatsch. Ausgerechnet bei den eigenen Eltern, jetzt bei ihr, in ihrem Fall war es jetzt die Mutter, ne? Weil, wenn, ich meine, überleg mal, was wünscht sich eine Mutter? Eine Mutter wünscht sich immer, dass es ihren Kindern gut geht. Und wenn es der Mutter schlecht geht, würde sie sich niemals wünschen, dass ihre Kinder sich mit ihr mit schlecht fühlen. Das denkt man nur immer so. Man würde den anderen traurig machen, wenn man da voller Lebensfreude rumhüpft, während der andere krank oder traurig ist. Du darfst das. Du darfst glücklich sein. Erlaube dir das. Ja, also mach mal, kannst alleine eine Klopfrunde machen. Du kannst mit meinem Online-Kurs sehr gerne arbeiten. Demnächst gibt es ja auch einen neuen Online-Kurs, den kann ich jetzt schon mal ankündigen. Da bin ich gerade dran, das vorzubereiten. Das wird nicht mehr nur eine Videosammlung, sondern das wird ein richtiges 12-Wochen-Programm, wo ich dich durch einen Prozess durchführe und du Aufgaben bekommst über 12 Wochen. Also so eine Art, ne, so einen richtigen, echten Online-Kurs wird das. Oder du kommst einfach mal in eine Sitzung zu mir, entweder per Zoom oder persönlich, und dann klopfen wir und gucken, ob wir deine Widerstände und deine Glaubenssätze ein bisschen geknackt kriegen. So, ihr Lieben, ihr dürft jetzt wie immer gerne mein Video liken, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich freue mich auch über eure Kommentare, was ihr dazu meint, ob ihr da noch andere Ideen habt, ob es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum man sich keine Freude erlaubt. Könnte ja sein. Also. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.